begrüße Sie hier im Kunstmuseum der Stadt Erlangen zu einer virtuellen Führung zu der Ausstellung Elli und Wilhelm Kuch. Aus Anlass des 95. Geburtstages von Wilhelm Kuch haben wir diese Ausstellung konzipiert. Ich bin der Leiter des Kunstmuseums und auch der Kurator dieser Ausstellung. Das Faszinierende an dieser Ausstellung ist eben die Vielfalt der Keramik, die Elli und Wilhelm Kuch gemeinsam geschaffen haben. Sie haben 1950 geheiratet und haben dann über 30 Jahre lang gemeinsam das Atelier geleitet, 19 Ausbildungsverträge gemacht, haben viele Lehrlinge und Mitarbeiter gehabt und haben neben der Keramik, von der sie gelebt haben, auch sehr viel künstlerische Keramik gemacht, die sie hier in diesen Räumen des Löwenischen Palais erleben dürfen. Begonnen hat das Ganze 1947 mit dieser Vase hier, die noch zu Hause bei Herrn Kuch im Büro steht und das Erstlingswerk darstellt. Formvollendet steht sie nun hier vor dieser schönen Wand, um zu zeigen, wir können von 1947 bis 2007 eine große Spanne abdecken von 60 Jahren, in der Keramik aus dem Atelier von Elli und Wilhelm Kuch stammt. Dass sie so großen Erfolg hatten, geht nicht zuletzt darauf zurück, dass sie sich die Arbeit in einer gewissen Weise auch geteilt haben. Denn wenn man hier auf dieser Wand sieht, sie war diejenige, die die Form der meisten Keramiken erfunden und gestaltet hat, und er war derjenige, der sie bemalt hat, die Glasur aufgetragen hat und auch verantwortlich war für den Brand der Keramiken. Denn ursprünglich wollte Wilhelm Kuch Maler werden. Aber bei seiner Vorstellung an der Akademie der Bildenden Künste in München hat er sich, weil es so schwierig war, zum damaligen Zeitpunkt überlegt und ist in das Keramikfach gewechselt. Und wir freuen uns, dass es tatsächlich so war, weil nämlich hier gibt es dann wirklich sehr, sehr viele schöne Objekte zu bestaunen und zu betrachten. Ein sehr wichtiges Objekt steht genau zwischen beiden, das beide gestaltet haben, nämlich eine Vase aus der Zeit 1966, die zusammen mit verschiedenen anderen Objekten den Premio vereinzelt, den sehr berühmten ersten Preis für Keramik in Faenza in Italien erhalten hat. Deswegen freuen wir uns, dass wir diese frühen Objekte auch hier in diesem Raum zeigen können, und wir werden Ihnen im Anschluss einen kleinen Überblick geben über die vielen gestalteten Objekte, die Sie hier finden.